Dann begrüße ich nach der Kaffeepause alle im Saal ganz herzlich zurück, auch natürlich die Zuschauer im Livestream, die hoffentlich zahlreich sind. Wir haben ja immer wieder auch darüber gesprochen, wie generiert man Aufmerksamkeit, wie verleiht man sich einen Touch an Seriosität, wie verhindert man es, dass man vielleicht in die Ecke des Anarcho-Bloggers gestellt wird, der eben keine wissenschaftlich fundierten Beiträge bringt, sondern eben, ja, eben nicht wissenschaftlich bloggt. Die meisten hier vorgestellten Blogs während dieses Workshops laufen ja über Epotes. Wir haben auch einige andere Anbieter kennengelernt. Das heißt, man kann sich eine Infrastruktur bedienen. Man hat natürlich auch die Möglichkeit, über verschiedene Kooperationen, wie gestern Periopark oder eben auch über andere Angebote, sich weiter zu vernetzen. Das heißt, die meisten Blogs oder sehr viele Blogs trachten natürlich nach einer gewissen Institutionalisierung. Und zu diesem Thema werden wir jetzt zwei Beiträge hören. Den Anfang machen Tobias Wolf und Luigia Palati. Tobias Wolf kennen Sie eigentlich schon, muss ich nicht mehr vorstellen. Er saß ja Ihnen schon den ganzen gestrigen Tag gegenüber. Er ist Historiker und bei Epotes für den technischen Support auch zuständig, unterstützt uns hier. Er wird eben zum Thema sprechen, Vernetzung, Verankerung, Expansion, wohin steuert epotes.org, und er hat aber auch tatkräftige Unterstützung aus Marseille durch Luigia Palati, die eben für Open Edition hier ist und auch einige Gedanken dazu äußern wird. Ja, es ging in erster Linie, oder uns ging es in erster Linie darum, die Gelegenheit hier in Rom zu nutzen, dann auch die neueste Entwicklung von Open Edition oder Epotes vorzustellen, nämlich die italienische Plattform. Deswegen ist Luigia da, sie ist aber in Marseille insgesamt für Open Edition und die Betreuung von Blogs aus allen Länderportalen zuständig. Insofern wird sie auch ein paar Worte zu der Einrichtung Open Edition und der Entwicklung von Open Edition sagen. Genau, ich hatte mir überlegt, dass man zur Idee-Hypothesis wahrscheinlich nicht mehr allzu viel sagen muss. Die meisten von Ihnen sind dort in irgendeiner Form verankert und wir haben jetzt auch seit zwei Tagen darüber schon gesprochen. Insofern würde ich im Grunde gerne einführend noch ein paar Worte zum Aufbau des Projektes ergänzen. Dass die Idee-Hypothesis Teil eines internationalen Netzwerks ist, das aktuell aus 5 Länderplattformen besteht, dürfte den meisten ebenfalls bekannt sein. Seit neuestem sind jetzt eben auch die italienischen Blogs noch gesammelt worden. Ursprünglich handelte es sich um ein französisches Portal, also hypothesis.org war französische Blogs, das 2008 ins Leben gerufen worden ist. Die deutsche Sektion wurde 2011 vom DAI Paris initiiert und wird seit 2012 zusammen mit der Geschäftsstelle der Max-Weber-Stiftung in Bonn betreut. Das sind Sascha, ich, Charlotte Jahns sowie Mareike König und Lisa Bolz in Paris. Es wurde ein Antrag zu diesem Zweck geschrieben und wird dann auf Basis dieses Antrags für 3 Jahre vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert. Wir haben eine deutschsprachige Redaktion begründet, das dürfte den meisten auch bekannt sein. Sie besteht aktuell aus 14 Geisteswissenschaftlerinnen und Geisteswissenschaftlern, die in erster Linie die Beiträge für die Startseite auswählen. Es gibt also jetzt aktuell 102 Blogs im Katalog und insgesamt, glaube ich, nahezu 200 Blogs bei Idee-Hypothesis. Und die einzelnen Redaktionsmitglieder schauen sich an, was da jeden Tag publiziert wird und wählen dann halt einfach aus, wenn sie Beiträge für besonders relevant halten. Die erscheinen dann auf der Startseite von Idee-Hypothesis und genauso gibt es dann halt über diesen ganzen Plattformen nochmal die übergreifende Hypothesis-Plattform, wo dann aus den einzelnen Ländern ebenfalls Beiträge gefeatured werden. Die Redaktion sie entscheidet im Zweifelsfalle auch über die Aufnahme von Blogs, wenn es da Bedenken gibt. Aber das macht im Regelfall das Community Management. Und wir betreiben das Redaktionsblog und das Bloghaus mit Support für die Bloggenden. Zusammen mit dem neunköpfigen wissenschaftlichen Beirat
versuchen wir außerdem, das Portal oder das wissenschaftliche Bloggen generell in der deutschsprachigen Geisteswissenschaft zu promoten oder zu verankern. Im wissenschaftlichen Beirat sind dann halt arrivierte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wie Hubertus Kohle oder Gudrun Gersmann. Betreiber, also auf der technischen Ebene, Betreiber der Plattform, der Gesamtplattform ist die französische Einrichtung Open Edition. Eigentlich handelt es sich um Cleo, aber das wird Luigi ja dann vielleicht gleich nochmal genauer sagen. Also sie haben sich den Namen Open Edition gegeben, um halt international besser vermarktbar zu sein. Ursprünglich handelt es sich um die Gründung von diversen Universitäten und Bibliotheken. Das sieht man hier. Hypothese ist dabei nur eine von vier Säulen. Das wird den meisten schon mal aufgefallen sein, dass oben in dieser grauen Leiste eben auch noch andere Angebote verlinkt sind. Das ist zum einen Revue für Zeitschriften. Es sind mittlerweile schon, glaube ich, fast 500 Zeitschriften, die bei Revue gehostet werden. Das ist Kalender für Veranstaltungen, also quasi ein französisches Pendant zu dem, was wir als Hartz Kult kennen. Und Open Edition Books für Monographien. Das Angebot wird in erster Linie über Anträge finanziert, soweit ich weiß, zurzeit vor allem aus der französischen Exzellenzinitiative Equitex. Und langfristig wird eine Freemium-Strategie verfolgt. Das heißt, das Basisangebot ist frei, aber zusätzliche Services sind kostenpflichtig. Bei WordPress ist es klar, das heißt, es gibt eine Reihe von Themes, die jeder benutzen kann, und mittelfristig kann es sein, ich weiß jetzt nicht, ob das aktuell noch die Planungen sind, dass es dann halt einzelne Themen geben wird, für die man auch einen Aufpreis bezahlen könnte. Bei den Büchern ist es vielleicht ganz interessant, dass halt quasi Pakete gebündelt werden, die dann halt zu überwiegendem Anteil Open Access sind, aber je nach Größe auch der Bibliothek, an die diese Pakete verkauft werden, dann halt gewisse Gebühren noch gezahlt werden müssen. Ja, wie gesagt, das wird dann Luigi Ihnen aber sicherlich genauer erzählen können. Sie hat bei Open Edition die Kalender betreut, die Auswahl der Beiträge und das Community Management für Hypothesis, für alle Länderportale von Hypothesis. Sprich, wir jetzt in Deutschland haben quasi die inhaltliche Auswahl der Bewerbungen für Blogs entgegengenommen und bewertet. Und im Falle, dass es auf unsere Zustimmung gestoßen ist, an die Kollegen in Frankreich weitergeleitet, die das dann eingerichtet haben. Sie wird Ihnen dann erzählen, in welche Richtung Open Edition als gesamte Einrichtung steuert und damit auch die Hypothesis. Stichworte sind in dem Zusammenhang vor allem Internationalisierung und Institutionalisierung. Also wir haben jetzt gesehen, es gibt eben vier Säulen und auch eben den Versuch, sich zunehmend auf weitere Länder in Europa auszuweiten. Es gibt aktuell eben nicht nur IT-Hypothese, sondern Open Edition Italia. Beides ist auch der Max-Weber-Stiftung besonders wichtig. Und deshalb befinden wir uns aktuell in einem Abstimmungsprozess, inwiefern wir die Zusammenarbeit über den aktuell laufenden Antrag hinaus fortsetzen können. Das ist aber noch zu wenig spruchreif, um dazu schon öffentliche Aussagen treffen zu können. Genau, zu erteilen. Achso. Good morning, thank you Tobias and thank you all. You, it's okay? So I'm sorry if I don't speak German. I will do this in English. So I will present you this Open Edition and its portal of Italian contents, and we'll go towards the constitution of this community and this group of blogs in Italian. So, Open Edition, as Tobias said, is a comprehensive infrastructure for electronic publishing in the humanities and social science. It is developed by the Clio
Center for Open Electronic Publishing, and it is a no-profit public initiative who promotes open access for academic publishing with the support of the main French research institution. It brings together complementary platforms dedicated to journals, reviews.org, book series, open edition books, research blogs, hypotheses, and academic announcement calendar. These are four complementary platforms who form a complete electronic publishing framework for academic research and communication. And the mission of this portal is to promote the open access while respecting the publication-owned economic balance. So open edition guarantees editorial autonomy and offers perspective for innovation adapted to digital media. Reviews, so you can see the views on open edition and the number of visits in millions. So we are arriving in 2014, I don't have these numbers. A little historical, reviews.org was founded in 1999 and distributes more than 400 journals. And the journals are published in four continents and represent all disciplines in HSS. The journals are selected by peer reviewers and their websites are conformed to a quality charter which guarantees a broad accessibility to scientific literature for all. Calenda, the second one, is an academic announcement platform publishing a conference, seminar programs, scholarship, grants, opportunities, call for paper, and I worked on that this year. Calenda has been online in open access since 2000, and it currently contains more than 24,000 announcements, offering a large panorama of HSS activities in France and abroad. For the last 12 years, so it's a big archive also, Calenda. Hypothesis is a research blog platform, and it is effectively a laboratory for new academic writing. It was founded in 2009 and now includes more than 800 blogs run by a community of 1,200 bloggers from all countries. The last one, Books, was launched in February 2013. It is dedicated to books in all fields of the research in HSS and in the majority of the academic languages. It aims to build an international library for the digital humanities while encouraging publishers to adopt open access in the long term. So 16,000 books will be online by 2020. All platforms receive almost 4 million visitors per month from all around the world. Since 2011, Open Edition has been complemented by a freemium program addressing library-specific needs in various formats and services. So Open Edition Italia. This project aims to promote the use of open edition platforms in Italy and more broadly. This project is structured on building strategic partnership between different actors of open edition and the academic community. And so this is the main portal we announced this year. You will see all the platforms, review.org, hypothesis, with the in Italian and with content here on the right side from this this platform. The project it focuses on the presentation of open edition platforms and the training in their use in Italy. The participation in conference seminars on the following topics: publishing, media, science and digital humanities, and on the collaboration in studies and research on these issues. Also, it focuses on the accompaniment of Italian publishers who adhere to open edition books and reviews.org,
such as Academia University Press, Kaplan, Nino Ragno Editore, and L'Edizioni, who are publisher, who are still on the Open Edition Books platform. You have an example of the kind of the visualization you will find on the site. You have an open access, which is always free, and a kind of reading formats like EPUB or PDF, who are in a premium model. Open Edition Italia aims also to focus on the organization of a community of Italian-speaking bloggers on the Hypothesis platform. This is an example of a journal, Diacronie, on the platform. Open Edition Italia is part of the internationalization of Open Edition, who intends to build a European infrastructure for communication and publishing in open access the contents of the humanities and social science. Open Edition already has to its credit partnership in Germany, Holland, Spain, and Portugal, and is a member of DARIA, I don't know if it's the right pronunciation, European Infrastructure for Digital Humanities. Hypothesis, is a space for direct communication between researchers and for experimentation with new forms of academic writing and scientific inquiry. Hypothesis hosts different types of personal and collaborative blogs, such as research blogs, fieldworks blogs, seminar blogs, news and development blogs, and so on. The platform is based on the user-friendly WordPress system and is free to use. So you have the main portal, hypothesis.org, as you present, and the German portal, the Spanish one, the English one, who's released this very recently, and the platform Loose Open Edition, because we are in partnership with this foundation, Caluste Gulbenkian, in Portugal, and collect all the contents in Lusophone, in Portuguese language. And we have also a certain number of bloggers who blogs in Portuguese. In order to wanting to make the platform known outside of France and to hosting blogs by researchers from around the world, the aim of Hypothesis is to establish Hypothesis.org, as I say, in Spanish, Portuguese, German, English, and other languages. Hypothesis is looking to accommodate the various national communities under the umbrella of an extended international community. So the aim is to build, with Italian researchers, a community of blogging that respects the specific of the Italian scientific community while inserting it into European community. Contents in a specific language community can be displayed, as you saw, both on the general Hypothesis platform and on the platform of the specific language community. Every portal has its own academic committee. Community management and content development are made in the language of the linguistic community. All posts published on the different portals will also appear on Hypothesis and in the catalog of the scholarly blogs as well. We offer also training, free training in several languages on how to use WordPress, and developments underway will allow blogs to be browsed and managed in the chosen language. The internationalization of Hypothesis falls within the project for internationalization of the three Open Edition platforms. So this is the five-step editorial workflow on Hypothesis. So you will see a growing of visibility and value of the blogs at every step you grow in the visibility from in the portals. So we are going towards an Italian community of bloggers on Hypothesis.
While Open Edition Italia was already started, we identified on hypothesis a rising presence of Italian bloggers. We decided then to pay particular attention to the phenomenon and to emphasize the development of Italian blogs already on hypothesis. We worked on that as a resource to improve Italian content on the platforms, and we passed from the blog accompanying editorial publications such as Officina della Storia with an online journal of history. And we passed so to individual researchers' blogs with editorial contents more and more developed. And being in contact with digital humanists and historians, in particular with Serge Noiret of the Florence European Institute and Enrica Salvatori from the University of Pisa, has allowed us to start a dialogue and a reflection about scientific blogging in Italian academia. For example, this researcher, Giorgio Buzzetta, is working on a collaborative blog and writing posts as a guide on blogging. And probably this will bring them to its publication, as in the case of many other hypothesis blogs, who became later some publication in books collecting the posts of the blog. And this is a reflection of the blog starting to entering in the academia. So he say, he quote, I think that the try more ambitious until now is the of collaboration between bloggers was created in Europe, right with hypothesis for its nature, multilingual nature, and for the number and the quality of blogs, academic blogs, that platforms. So we are supporting these activities and working with these scholars, offering our experience and services and sharing the idea of an open knowledge. So these are examples of other blogs from library, philosophy, and storia, from field work. This is in country, this is the right. Research on Tuscany, anthropological research on Tuscany, and monitoring blog of the École Française de Rome. And the results are on Open Edition catalog, so this is a big archive who give value to scholarly blogs who are put inside this main platform. So, through the free training session we offer in the universities, through our presence in international scientific events, and also counting on a large Italian community of researchers working abroad, we can be confident in a quick and successful development of the Italian language portal on hypothesis. And this is what hypothesis, Open Edition brings. The next step will be to find an institutional partnership who are ready to accompany us and hold up the constitution of an Italian bloggers community on hypothesis. I give you the context. I don't know if I can give you that. Thank you very much. Ja, vielen Dank für die Erweiterung eigentlich unserer Perspektive nach Europa. Den Abschluss des ganzen Workshops, den letzten Vortrag, muss man fast schon traurigerweise sagen, wird Andreas Kutschera halten aus Gießen bzw. Mainz. Er hat zur Wirtschaftsverfassung des Klosters Arnburg promoviert und ist jetzt Mitarbeiter bei den Register Imperii, eine Arbeitsstelle der Mainzer Akademie in Gießen, und er ist im Projekt zu den Registen Friedrichs III.
tätig und er wird uns jetzt etwas vortragen über die digitalen Nutzungsformen der Register Imperii Online. Doch. Kleinen Moment noch. Ich bedanke mich schon für die freundliche Einführung und für die Einladung, hier sprechen zu dürfen. Jetzt muss nur noch der... Aha. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Kollegen, ich spreche heute zu Ihnen über neue Werkzeuge des Historikers, die digitale Perspektive. Mein Vortrag gliedert sich in vier Abschnitte. Zunächst sage ich nur wenige Worte zum Projekt selbst. Als nächstes kommen wir zu digitalen Nutzungsformen der Register Imperii. Im dritten Abschnitt werde ich etwas zu Social Media in den Projekten und in der Akademie der Wissenschaften und der Literatur in Mainz sagen. Und zum Schluss fasse ich nochmal die Ergebnisse zusammen. Das Projekt Register Imperii wurde begründet von Johann Friedrich Böhmer im Jahr 1829, war ursprünglich als Vorarbeit zu den MGH konzipiert und entwickelte sich aber dann mit einem erweiterten Registenkonzept zu einem eigenständigen Grundlagenwerk für die historische Forschung fort. Anfänglich von der DFG gefördert, ist es jetzt ein Projekt des Bund-Länder-geförderten Akademienprogramms mit 11 Arbeitsstellen in Deutschland, Österreich und der Tschechischen Republik. Von 2001 bis 2006 wurden die Register Imperii im Rahmen eines DFG-Projekts retrodigitalisiert. Das waren etwa 130.000 Registen und 14.500 Druckseiten. Glücklicherweise hatten wir keine urheberrechtlichen Probleme, da die Akademie in Mainz mit den Verlagen nur Kommissionsverträge abgeschlossen hatte und also alle Rechte der Mainzer Registenbände bei der Akademie selbst lagen. Böhlau Wien musste überzeugt werden, die haben aber glücklicherweise zugestimmt und aus einem ersten Rückblick kann man jetzt sagen, dass sich die Verkaufszahlen durch die Internetpublikation nicht nach unten entwickelt haben, sondern teilweise sogar gestiegen sind. Ich habe noch ein kleines Zitat aus dem ursprünglichen Antrag bei der DFG hier abgedruckt. In dem Antrag heißt es, Zitat, vielmehr sollte die digitale Editionsform buchtechnische Nachteile ausgleichen und andererseits ganz neue Rezeptionsmöglichkeiten erschließen. Die erste Aussage des Satzes, dass buchtechnische Nachteile ausgeglichen werden, das bezieht sich auch auf die Abteilungen Friedrich III und Ludwig der Bayer. Diese werden archivorientiert publiziert, das heißt, es wird ein Archiv komplett durchgesehen und dann wird ein Heft erstellt und so geht das immer weiter. Und wenn Sie dann zu einem Jahr alle aktuell vorliegenden Registen zu Ludwig der Bayer wissen wollten, mussten Sie alle Hefte parallel durchsehen. Das war sehr aufwendig und durch die Digitalisierung ist es jetzt möglich, dass Sie einfach nur den Zeitraum eingeben und dann quer über die ganze Abteilung die relevanten, die für diesen Zeitraum vorhandenen Registen angezeigt bekommen. Also, ja, das wurde erfüllt. Buchtechnische Nachteile konnten ausgeglichen werden und andererseits ganz neue Rezeptionsmöglichkeiten erschließen. Da würde ich dann jetzt zukommen. Wir verlassen jetzt hier den Projektüberblick und kommen zu den digitalen Nutzungsformen der Register Imperii oder zur digitalen Perspektive. Im November 2012 haben wir das Registenmodul unserer Seite einer kompletten Neuprogrammierung unterzogen. Das ist jetzt die neue Seite und ich gehe mal zurück, das ist die alte.
von der Konstruktion her sehen die sich sehr ähnlich und man muss auch dazu sagen, wir haben gedacht, also wir halten uns an das, was bekannt ist und machen einige Verbesserungen rein. Hier haben Sie zum Beispiel die Möglichkeit, zwei Stichwörter und hier noch ein drittes Feld mit uns zu verbinden. In der neuen Suchmaske können Sie beliebig viele Stichwörter mit und, oder nicht verbinden. Mit dem Pluszeichen kann man noch Zeilen dazufügen, also man kann die Suche noch weiter verfeinern. Es gibt jetzt einen toleranten Suchmodus. Es wurde die Suchmaschine Sphinx implementiert. Also wenn man Verschreiber drin hat oder verschiedene Schreibformen von Wörtern werden jetzt auch gefunden. Das war vorher so nicht der Fall oder nicht in allen Fällen der Fall. Wir haben eine Relevanzgrenze eingeführt. Aber im Großen und Ganzen ist die Funktionalität so wie beim alten Modul geblieben. Hier auf dieser Folie haben wir die Nutzerzahlen oben. In dem oberen Bild haben wir die Nutzerzahlen des letzten Jahres des alten Moduls und in dem unteren Bild die Nutzungszahlen des ersten Jahres des neuen Moduls. Für uns interessant ist zum einen diese ganz kleine Zahl, die etwa 76.000 bedeutet und diese Zahl 77.000. Das heißt für uns, die Nutzerzahlen sind stabil geblieben mit dem neuen Modul. Also wir haben nicht alles falsch gemacht. Also da waren wir ganz zufrieden. So. Hier habe ich aufgelistet die Verteilung der Zugriffe. Von November 2012 bis Oktober 2013 hatten wir etwa 101.000 Zugriffe auf das Registenmodul. Und hier sehen Sie die zeitliche Verteilung über das Jahr. Wir haben uns überlegt, ja, was könnte das jetzt heißen? Es könnte so ein bisschen die Semesterzyklen widerspiegeln und im August sind die meisten Nutzer im Urlaub. Wenn man das aufsplittet nach Expertensuche und einfacher Suche, ich habe Ihnen jetzt nur das Expertensuchformular gezeigt. Wir haben auf der Startseite auch einfach nur ein Google-Suchformular. Das ist heutzutage modern und das macht man so. Die Nutzer der Google der einfachen Suche sind hier angezeigt und die Expertenbenutzer sind hier. Das könnte man zum Beispiel auch so deuten, dass jemand mit der Google-Suche anfängt, kriegt zu viele Treffer und grenzt dann mit der Expertensuche die Suche ein, um dann ein Ergebnisset zu bekommen, das er auch bewältigen kann. Diese Folie machte mich dann etwas nachdenklich. Ich erinnere nochmal an das Zitat, wir wollen neue Rezeptionsmöglichkeiten eröffnen. Wenn wir uns jetzt bei den 100.000 Anfragen anschauen, wie viele Suchwörter eingegeben wurden, dann haben schon mal 20.000 überhaupt gar nichts eingegeben. Knapp 70.000 ein Suchwort und knapp 12.000 mehrere Suchwörter. Also ich hatte jetzt gedacht, digitale Rezeptionsmöglichkeiten sehen anders aus, aber wir schauen mal weiter, was denn gesucht wurde. Also den Spitzenplatz hat Heinrich, knapp gefolgt von Friedrich, dann Heinrich kleingeschrieben und so weiter. Ich habe jetzt das hier unten mal aufgeschrieben, wenn man nach Heinrich sucht bei den Register Imperii, dann kriegen Sie 17.000 Treffer. Gut, und dann zeigt unsere Ergebnisseite an, Sie haben 17.000 Treffer, Sie sehen Treffer 1 bis 20. Das ist jetzt nicht so zielführend. Gut, aber so sehen die Zahlen aus. In dieser Tabelle haben wir Suchanfragen vorgestellt, die zwei Suchbegriffe angegeben haben, die mit End verbunden sind. Carolus und Rom. Das waren dann aber auch nur 13 Anfragen. Ja. Also von den 1.300 waren das, glaube ich, die mehrere Suchbegriffe eingegeben haben, die sind hier aufgelistet. Und alle mit End verbunden. Und das wird jetzt nochmal durch diese Folie hier verdeutlicht. Hier haben wir die verschiedenen boolschen Operatoren zur Verbindung von Suchworten. Also End suchen gibt es 30.000, OR suchen 125 und NOT
43. Gut. Das ist jetzt, also wenn man jetzt als Informatiker eine Datenbanksuche programmiert und will verschiedene Suchbegriffe angeben, dann ist es völlig klar, wenn ich eine SQL-Suche programmiere, habe ich AND, OR, NOT. Ja. Man sieht aber, dass die Nutzungsformen bei Historikern mit OR und NOT anscheinend, das ist nicht nachgefragt. Das ist ganz klar. Ja. Man hätte sich das eigentlich sparen können. Das muss man so festhalten. Hier nochmal zur Verdeutlichung dieses und, oder und nicht für die verschiedenen Suchbegriffe. So, gehen wir wieder zurück. Okay. In dieser Folie haben wir dargestellt, wie die einschränkenden Filter auf der Expertensuche benutzt werden. Also diese Kurve hier, die müssen Sie ignorieren, das ist ein Programmierfehler gewesen, das war vorher nicht einstellbar, es war automatisch eingestellt. Und hinterher, sehen Sie, hat es auch keinen mehr interessiert. Das ist die Relevanzgrenze wahrscheinlich. Hat auch keiner geändert. Der am meisten benutzte Filter ist der Abteilungsfilter. Also die Leute gehen auf die Expertensuche und nutzen dann den Abteilungsfilter und gucken sich dann da die Register für eine Abteilung an. Ist ja klar, da geht es um einen Herrscher. Und dann hat man quasi einen thematischen Zugriff. Dann folgt der Datumsfilter. Das ist die blaue Linie hier. Und die Registernummernsuche. Wenn man sich diese Grafik nochmal genauer anschaut, also ich würde die jetzt so interpretieren, dass die Nutzer, die diese Einschränkungen machen, schon genau wissen, was sie suchen. Wenn ich die Registernummer weiß, dann habe ich irgendwo ein Zitat und weiß auch schon, ich will genau das Regest haben. Dann gebe ich einen Abteilungsfilter, dann kriegen sie aus jedem Band die Nummer 4. Das bringt dann nichts, aber wenn sie dann einen Bandfilter eingeben, der ist hier unten, und dann noch die Registernummer, dann bekommen Sie genau ein Regest als Ergebnis, können dann nachlesen, können prüfen, ob die Stelle richtig ist, ob das Zitat richtig ist, und dann arbeiten Sie weiter. Was für mich aber hier auch klar rauskommt, ist, dass die Nutzer schon genau das im Auge haben, was sie erfahren wollen. Sie kennen die Register Imperii, sie kennen die Abteilungsstruktur, die Bandstruktur, und kennen sich auch inhaltlich mit dem Material aus. Diese These wird verstärkt durch diese Grafik, meiner Ansicht nach. Das zeigt jetzt, wie viele Treffer die einzelnen Nutzer bekommen haben. Diese Gruppe hier hat überhaupt keinen Treffer. Wahrscheinlich war dann die Expertensuche entweder unsinnig oder zu genau. Ja? Also da kam irgendeine Einschränkung dazu, die dann eben zu keinem Treffer geführt hat. Diese Gruppe hier unten, die hat 1 bis 10 Treffer und das ist ein bewältigbares Ergebnis. Das kann ich mir ausdrucken, kann es auch durchlesen und kann es dann weiterverwerten. Die Gruppe hier hat 10 bis 20 Treffer und so weiter. Man sieht aber schon, Richtung 100 wird es weniger. Und die Gruppe hier hat über 100 Treffer. Und ich würde jetzt mal die These aufstellen, dass diese 100 Treffer keiner mehr ausdruckt und durchliest. Sondern dass da dann auch die Leute dabei sind, die Heinrich suchen und 17.000 Treffer kriegen. Wir haben uns lang über diese Grafiken gebeugt und Gedanken gemacht. Und also für mich ist da rausgekommen, dass wir zwei verschiedene Nutzergruppen grob identifizieren können. Die eine Nutzergruppe, die ist etwa hier verortet, die wissen genau, was sie suchen und die wissen auch genau, was sie wollen. Die andere Nutzergruppe geht mit einem Google-Anspruch ran. Die geben dem Registen-Suchinterface ein Stichwort und wollen dann optimale Ergebnisse haben. Und zwar sofort und so schnell wie möglich. Die kriegen dann aber unheimlich viele Ergebnisse. Und dann verlassen sie wahrscheinlich die Seite, weil ich mit den Riesenergebnissen nichts anfangen kann. Hier ein kleines Zwischenfazit. Nutzerwünsche und Intentionen bei der Neuprogrammierung berücksichtigen, das bezieht sich auf die NOT-Verknüpfung von Suchbegriffen. In wissenschaftlichen Projekten sind Zeit und Geld begrenzte Ressourcen. Und wenn man Suchinterfaces neu programmiert, dann hat man nur eine begrenzte Zeit und auch nur begrenzte finanzielle Mittel. Deswegen
sollte man die Features, die am meisten nachgefragt werden, zuerst verwirklichen und dann auf die speziellen Sachen eingehen. Und dafür sollte man eben versuchen, rauszubekommen, was die Nutzer am meisten nutzen oder was am relevantesten ist für die Nutzerschaft. Ich komme dann nochmal zu dem Zitat zurück. Vielmehr sollte die digitale Editionsform buchtechnische Nachteile ausgleichen und andererseits ganz neue Rezeptionsmöglichkeiten erschließen. Ja, wie gesagt, also buchtechnische Nachteile, das haben wir ganz gut hingekriegt, aber mit den neuen Rezeptionsmöglichkeiten, ja, also da sehe ich noch Potenzial. So, das waren jetzt die Ausführungen zur digitalen Perspektive. Jetzt kommen wir im dritten Abschnitt zu Social Media in der Akademie in Mainz. Wir hatten vor 3 bis 4 Monaten ein internes Treffen, wo es um Social Media in der Akademie ging. Zur Diskussion standen Twitter, Facebook und wissenschaftliche Blogs. Es wurde fröhlich diskutiert und auch konstruktiv. Also und es kam dann raus, dass wissenschaftliche Blogs, also die wissenschaftlichen Mitarbeiter, die bei dem Treffen dabei waren, die konnten mit dem Begriff nicht so wirklich viel anfangen. Ja, da ist dieses das Blog als ja, Gradmesser meiner sozialen Vernetzung vielleicht noch zu sehr im Vordergrund. Ja, dass man da auch wissenschaftliche Artikel veröffentlichen kann, das war gar nicht so bekannt. Facebook wurde gesagt, also Facebook ist unheimlich aufwendig, bringt viel, aber man muss sich intensiv drum kümmern. Und wenn man sich nicht drum kümmert, dann nutzt es auch nichts. Und dann kann es schlechte Kommentare geben und dann, ja, dann nutzt das der öffentlichen Sichtbarkeit auch nicht wirklich. Das ist eher gefährlich. Also wenn man sich da nicht richtig reinkniet, dann also lieber Finger weg. Und Twitter, das gab es schon in einigen Projekten und die Kolleginnen und Kollegen, die schon twitterten, die haben das kurz vorgestellt und die haben gesagt, also bei Twitter erreicht man Netzwerke und Leute, die man sonst mit unseren traditionellen Mitteln wie E-Mail-Verteiler, RSS-Feed, Homepage-Meldung, Flyer, Plakate nicht erreicht. Und dann wurde beschlossen, also die Akademie twittert jetzt. Im April wurde die neue Homepage freigeschaltet und ganz unten ist unser Social-Media-Bereich. Da sieht man hier, wir sind auch auf Twitter und man kann sich auch verschiedene andere Sachen per RSS-Feed abonnieren. Und die Twitter-Seite der Akademie sieht jetzt so aus. Ja, wir haben jetzt schon 79 Follower, ja, und freuen uns auf mehr. Während wir da zusammengesessen haben und diskutiert haben, ist irgendjemand an den Rechner, der am Beamer angeschlossen war, gegangen und hat bei Facebook mal ADW Mainz eingegeben. Und zu unserem allen Erstaunen kam plötzlich diese Seite zum Vorschein. Die Akademie hat schon seit 2011 eine Seite bei Facebook, die intensiv geliked wird von 7 Leuten. Aber für mich hat das, zeigt dieses Beispiel, dass die Ängste, dass man bei Facebook, wenn man nichts macht, dass das dann schlimme Folge haben könnte, so nicht stimmt. Also die Seite ist da, sie nutzt nichts, weil es nimmt keiner wahr, aber es tut auch nicht weh. Gut, ich habe dann in dem Treffen gesagt, also ich bin bereit, einen Selbstversuch zu starten bei einem wissenschaftlichen Blog und habe dann bei mittelalter.hypothesis.org einen Beitrag geschrieben und habe durchweg positive Erfahrungen gemacht und habe die Rückmeldung auch in die Akademie gegeben. Ich bin natürlich dann gleich zu unserer digitalen Abteilung und habe gesagt, also wir brauchen unbedingt sofort ein wissenschaftliches Blog. Und die haben dann gesagt, nee, stopp. Wenn ihr bloggen wollt, dann geht zu mittelalter.hypothesis.org, schreibt da, die haben die Infrastruktur, das ist alles da. Wenn wir jetzt auch noch einen Blog machen, das ist nur Aufwand, das muss gepflegt werden, beteiligt euch lieber an diesem Projekt. Und ja, das habe ich dann ja auch gemacht und ich mache jetzt auch kräftig Werbung bei der Akademie. Mal sehen, vielleicht werden es ja noch ein paar mehr. Zum Abschluss habe ich hier nochmal meine Ergebnisse zusammengefasst. Der erste Punkt ist, mehr Nutzer als erwartet nutzen die digitalen Register Imperii genauso wie die gedruckte Fassung. Also der Nutzungsansatz folgt einem analogen Paradigma, was jetzt nicht schlecht ist. Die Leute wissen genau, was sie finden wollen und die finden es auch und sind zufrieden. Und dann, ja, für die haben wir ein optimales Angebot.
Das Suchinterface ist darauf ausgerichtet, die Suche so weit einzuschränken, dass man möglichst wenig Ergebnisse bekommt und die dann sich ausdrucken kann und durchlesen kann. Von der anderen Gruppe wird die Volltextsuche oft wie eine Google-Suche verwendet. Ein Suchwort in der Erwartung, sofort die besten Ergebnisse zu bekommen. Von denen, die Expertensuche wird dagegen wesentlich weniger genutzt, das hatten wir gesehen. Punkt 3, die Realisierung von komplexen und aufwendigen Funktionalitäten führen nicht zwangsläufig zu besseren Nutzungserfahrungen. Meist neigen die Nutzer dazu, sich gerade die Funktion zu suchen, von der sie die besten Ergebnisse erwarten, ohne sich einen wirklichen Überblick über die Funktionalitäten zu verschaffen. Wir haben mal geguckt, wie viele Leute bei uns die Hilfeseiten aufgerufen haben für die Suche. Keiner. Da wird alles erklärt, wie man die Nutzer suchen kann, wie man das verbinden kann. Also die nutzt keiner. Die Leute geben ihren Suchwort ein und wollen ein Ergebnis haben. Usability-Tests und Verbesserungen sind ein iterativer Prozess, der bereits bei der Planung eines Projekts beginnt und während der gesamten Laufzeit einer Online-Präsenz weiter beobachtet werden muss. Wir sind gerade in so einem Cycle drin. Wir haben uns jetzt die Logfiles zum ersten Mal angesehen und haben gesehen, dass wir für die traditionellen Nutzer optimale Arbeitsbedingungen haben, aber für die Nutzer, die große Ergebnismengen haben, da ist noch Handlungsbedarf und man könnte sich das so vorstellen, wenn unser berühmter Google-Nutzer mit dem Suchwort Heinrich dann seine Ergebnisliste bekommt, dann könnte dann zum Beispiel die Ergebnisdarstellung sagen, also Sie haben jetzt 17.000 Treffer, wie wollen Sie die sortieren? Chronologisch, geografisch, nach Herrschern, nach Abteilung, nach Bänden. Als Visualisierungstool könnte man sich eine Anbindung an den Daria Geo-Browser denken. Also da gibt es, denke ich, einige Möglichkeiten und da sind wir jetzt am Überlegen, wie man das implementieren könnte und nutzbar machen könnte. Punkt 5. Nutzer der Expertensuche kennen das untersuchte Material meistens sehr gut und schränken die Suche so weit ein, dass es ein zu bewältigendes Ergebnis gibt. Nutzer mit Google-Anspruch erhalten meist sehr große Treffermengen. Die sinnvolle Auswertung großer Ergebnismengen ist eine Herausforderung im Sinne der Big Data History. Also dieses Schlagwort Big Data History, das zeigt für mich so den Punkt, an dem wir gerade sind. Wir haben 2001 angefangen mit der Digitalisierung, haben das im Volltext im Internet bereitgestellt, aber es wird ja jetzt immer mehr digitalisiert und langsam erreicht der Grad an digitalen Volltexten im Netz eine Menge, dass auch übergreifende Recherchen interessant sein könnten. Also zum Beispiel Register Imperii, MGH, deutsche Inschriften, Personalschriften, phänomenologisch untersuchen. Ja? Also wir sind jetzt einfach an einem Punkt, wo Big Data History denkbar wird. Aber am Anfang, glaube ich. Aber ich glaube, das ist eine sehr spannende Zeit und ich bin mal gespannt, was die nächsten Jahre bringen werden. Dankeschön. Ja, vielen Dank für diesen spannenden Vortrag, der ja doch mal ein bisschen hinter die Kulissen auch blicken lässt. Ja, wir sind jetzt tatsächlich bei der Abschlussdiskussion unseres Workshops angekommen. Ich würde vorschlagen, aus pragmatischen Gründen, dass wir drei Organisatoren uns jetzt hier aufbauen, das bitte nicht falsch verstehen als eine Art Podiumsdiskussion, hat tatsächlich einfach nur pragmatische Gründe. Die Abschlussdiskussion soll natürlich frei sein. Viele Punkte, die wir schon besprochen haben, können gerne nochmal eingebracht werden. Ich habe auch noch einige interessante Punkte aus der Timeline. Pardon. Ja, Sie haben völlig recht. Zum letzten Beitrag eine Bemerkung. Ich bin im Grunde genommen etwas fassungslos, wie viele Google-Einwort-Suchidioten da eigentlich die Sucher der Register Imperii dominieren. Und ich selber
sage in meinen Veranstaltungen ja auch immer, dass es wichtig ist, Hilfetexte zu lesen. Das kann man natürlich auch ein bisschen unflätiger sagen mit Read the Fucking Manual oder RTFM. Aber das wird leider viel zu wenig gemacht. Aber das jetzt nur als Kommentar. Ich persönlich habe in den Register Imperii vor kurzem auch ganz wichtige neue Belege für einen Astronomen der Zeit Maximilians gefunden, die der Forschung auch nicht bekannt waren. Da wäre natürlich für ein Nischenpublikum wie unser eins, das also versucht, einigermaßen intelligent da wirklich auf Neues zu stoßen, wäre natürlich wichtig, wenn man so etwas wie eine phonetische Suche hätte. Aber wenn man sieht, was da im Grunde genommen die Nutzungsanforderung der meisten Nutzer ist, kann man solche Wünsche ja im Grunde genommen vergessen, beziehungsweise die wären dann realisiert, wenn ich schon tot bin. Ja, unsere erste Reaktion auf die Zahlen war genau ihrer Art. Also die Google-Suche, die haben halt keine Ahnung. Aber als ich dann rausstelle, dass das doch so viele sind, habe ich mir überlegt, vielleicht sind das ja auch genau die Vorboten von Big Data History, die einfach erst sich ein großes Ergebnis anzeigen lassen und dann nach Phänomenen suchen. Und wir sind jetzt eben aufgerufen, Visualisierungswerkzeuge anzubinden, die den Leuten die Möglichkeit geben, mit den Daten dann entsprechende Anfragen durchzuführen. Zur phonetischen Suche kann ich nur sagen, also Sphinx erstellt einen Suchindex und der ist fehlertolerant. Also zum anderen haben Sie bei uns auch, wenn Sie die Hilfeseiten gelesen haben, wovon ich ausgehe, haben Sie bei uns auch die Möglichkeiten, mit regulären Ausdrücken oder Truncierungen zu suchen. Also ich hoffe, dass das Ihnen hilft. Wenn Sie noch andere Vorschläge haben, können Sie sich gerne an uns wenden. Also da sind wir offen, wenn es neue Vorschläge für die Verbesserung der Expertensuche gibt. Ich glaube es an, genau. Ich habe das nicht ganz verstanden. Wird das denn erfasst, ob quasi die Leute, die eben nur diese großen Treffermengen kriegen, ob die dann die Suche anschließend verfeinern? Weil das würde ich jetzt, also mir ist das auch schon passiert, dass ich halt mal auf blöd irgendwas gesucht habe, habe gesehen, na, das funktioniert nicht, dann verfeinert man das halt. Also das wäre jetzt so mein Ansatz zu fragen, kann man das da nicht irgendwie etwas entdramatisieren? Das andere ist halt, auch in meinem Basiskurs sind natürlich die Leute, die das halt mal probieren und da ist man ja schon froh um das Drittel, was das überhaupt macht. Also und dass von denen natürlich dann 90% halt irgendwas probieren, wieder weggehen. Tja. Also ich glaube, da liegen Sie richtig. Man fängt an zu suchen und schränkt die Suche dann weiter ein. Da gehen wir auch von aus. Wir können das aber, die Nutzerdaten sind alle anonymisiert und wir können das nicht nachverfolgen, was der einzelne Nutzer macht. Wir unterliegen da dem Datenschutzrecht des Landes Rheinland-Pfalz und halten uns da auch dran. Also das sind teilweise auch Vermutungen. Ja. Letzten Monat auf einem Treffen der Stiftungsbibliothekare der Max-Weber-Stiftung in Bonn, der Geschäftsstelle, und da haben wir uns länger drüber unterhalten müssen, dass wir unsere ganzen Instituts-Bibliothekskataloge auch anders strukturieren müssen, weil wir feststellen, dass die Nutzer eben ein ganz anderes Suchverhalten haben im Bibliotheksbereich. Also steckt einfach mehr und mehr hinter jeder Suche auch so eine neue Persönlichkeit. Und ich glaube, dass man da vorsichtig sein soll mit allzu vorschnellen Bewertungen. Ja, es ist, da wächst eine neue Generation heran, die eine andere Suchmentalität entwickelt hat und große Erfahrung im Bereich des Surfens hat und eben da bei jedem Katalog im Prinzip das alles mit einbringt und mit minimaler Eingabe ein Maximum an Ergebnissen, welcher Art auch immer, erzielen möchte und eigentlich von dieser Erfahrung prinzipiell schon ausgeht. Also da kann ich eine kleine Anekdote aus der persönlichen Erfahrung beitragen. Nachdem Edward Snowden die NSA-Dokumente publik gemacht hat, bin ich voller Entrüstung
von Google als Suchmaschine zu DuckDuckGo gewechselt. Das ist eine Suchmaschine aus den USA, die die Privatsphäre respektiert. Also die lockt nicht, was ich mache und weiß auch nichts von meinen Präferenzen. Und als ich dann mal wieder ein Buch gesetzt habe mit LaTeX, das ist ein Buchsatzsystem, habe dann bei DuckDuckGo nach Hilfeseiten für gewisse Sachen LaTeX-Register, dann hat DuckDuckGo mich auf Seiten mit Gummiprodukten weitergeleitet. Und ich habe dann gedacht, was soll jetzt das? Und dann habe ich das Gleiche bei Google eingegeben. Und Google kennt mich so gut, dass ich sofort auf die Dokumentationsserver von LaTeX weitergeleitet wurde. Und dann habe ich so gemerkt, wie diese individualisierten Suchmechanismen auch schon mein Suchverhalten bestimmen. Und ich verwende jetzt wieder Google, weil es einfacher ist und weil es funktioniert, ja. Und dann kann ich das auch nicht den anderen Leuten vorwerfen. Und es gibt ja auch Beiträge zum geänderten Suchverhalten in Bibliothekskatalogen, und dass Google eigentlich eine Konkurrenz ist zu den Bibliothekskatalogen. Bei allem Schock oder bei allem Schock über diese Einwortsuchen, das kann natürlich auch sinnvoll sein. Und Sie haben ja gesagt, dass auch nicht alle Einwortsuchen unglaubliche Vielzahl an, also bei Heinrich müsste man ja erwarten, dass das tausende Registen ausspuckt. 17.000. Wenn man das Ganze kombiniert mit einem Zeitraum oder einer Abteilung, beispielsweise wenn man Heinrich den Löwen in den Barbarossa-Bänden sucht und dann gibt man halt Heinrich ein, dann kann das ja durchaus eine sinnvolle Suche sein. Also vielleicht macht das jetzt schockierender, als es wirklich ist. Ich würde es gar nicht so als schockierend bezeichnen. Ich würde sagen, viele Wege führen nach Rom. Ja? Wenn Sie schon wissen, wann Canossa war und schränken das ein auf den Zeitraum, dann kriegen Sie die Treffer, die für Canossa relevant sind. Wenn Sie jetzt keine Ahnung haben, wann Canossa war und geben Heinrich ein und kriegen dann eine chronologische Liste, dann merken Sie, zum Zeitraum um Canossa ist eine Häufung und gucken sich dann das an und sind auch in Canossa gelandet. Ja? Also das ist einfach, diese Suchstrategien gehen ran ohne Kenntnis des Materials und ohne Kenntnis der Struktur. Und wenn Sie mal wirklich im Proseminar nachhaken, wer von den Studenten die Struktur der Register Imperii verstanden hat, naja, und ich sehe das dann eher aus dieser Richtung, ja. Und ich bin auch weit davon entfernt, das eine oder das andere zu werten. Ja, es sind einfach Ansätze, zu Ergebnissen zu kommen. Und ich würde das auch gleichberechtigt nebeneinander stellen. Vielleicht kann ich da direkt einhaken, weil ich die Proseminar-Situation ja auch kenne und immer eine Sitzung für die Registen opfere. Aber man geht in einem Husarenritt da durch und die Studenten müssen das nutzen, aber es ist ganz schön viel Info für eine Sitzung und mehr geht halt nicht. Das heißt, Hilfeseiten werden nicht gelesen. Vielleicht kann man dem Nutzungsverhalten auch so entgegenkommen. Es gibt diese kurzen Videos inzwischen bei ihm, das auch ganz, ich glaube, nicht spezifisch zur Nutzung, oder erinnere ich mich da falsch? Also vielleicht kann man auch da diese Art von so einem Manual mal überlegen, um die Einwortsuche Heinrich zu verhindern. Ja? Also das vielleicht als Hinweis. And I'll have a question about the Italian expansion of APS. How many blogs are there now in Italian? Because I'm familiar with the one by Enrico Salvatori from Pisa, but is it yet, can I kind of find them already? Because I was looking for Italian colleagues for the medieval studies doing blogs, and I didn't find anybody, or hardly anybody apart from her, and her blog only started recently. When I talk about the presence of the blogs, I mean in the not only the blogs who are in the catalog, so who are already a certain activity of writing, who started, who are aggregated on the. About 15 blogs right now. So some of them large visibility are relayed on the other
on the platform, on the site hypothèse.org, but others are not so visible, so you have to find. So I was speaking about the large, the whole number. I would like to ask if there are relations with Reti Medievali, and if it could be also a little bit concurrence with the Open Edition Italia for. For what I know, there is no. No concurrence. I know that we have some contacts with people, but I didn't work on that, so I can say more because I. But I imagine there is no concurrence in this way. Ich hätte zwei kurze Fragen an Herrn Kutschera zum weiteren Nutzerverhalten. Gibt es ähnliche Erhebungen oder lässt sich das Nutzerverhalten vergleichen, was stärker genutzt wird und wie, ob die Regestensuche und die OPAC-Suche stärker genutzt wird? Und die zweite Frage, wie sieht es denn mit der Nutzung aus dem Ausland aus? Haben Sie darüber Erhebungen? Ja. Da gibt es Erhebungen. Wir haben PIVIC eingesetzt, um die Nutzer zu orten. Und es wird weltweit genutzt, ziemlich weltweit. Im Jahr 2013 kam Spitzbergen noch dazu. Das ist das eine. Und das andere ist, der OPAC wird sehr, sehr stark genutzt und die Regesten etwas weniger stark. Gibt es sonst noch Fragen zu den Vorträgen? Ja. Dann keine Frage, sondern ich möchte dann quasi ein Statement machen. Ich finde es gut. Also ich bin bekennender Zahlen-Fan und dass hier endlich mal eine Analyse erfolgt und die wirklich tiefgreifend geht. Also hat mir sehr viel Spaß gemacht, wollte ich nur mal kurz sagen. Danke. Ja, vielen Dank. Also für uns war es auch sehr erhellend. Ja, wir haben aber jetzt auch eine Anzahl von Nutzern, wo es sinnvoll ist, diese anonymen Daten auszuwerten. Ja, wenn man am Anfang eines Projekts ist, dann ist es vielleicht ein bisschen schwierig. Aber also ich finde das ganz interessant. Wir haben anonyme Daten und können trotzdem versuchen, Nutzerverhalten rauszulesen. Und wir werden jetzt versuchen, unsere Entwicklung daran auszurichten. Und ich habe das ja auch in dem Fazit nochmal gesagt. Also wir sehen das jetzt als iterativen Prozess. Wir werden jetzt das ein bisschen anpassen und gucken, wie sich das Nutzerverhalten ändert. Und wenn das angenommen wird, dann werden wir das weiterverfolgen. Und wenn es nicht angenommen wird, dann lassen wir es weg. Ja, aber genau, das ist auch für uns eine Erkenntnis. Es ist nicht mehr so, dass sie eine Homepage machen und dann ist die da. Sondern alle Jahre muss man gucken, wie ändern sich die Anforderungen. Das ist also, ja. Ich glaube, dann können wir zur Abschlussdiskussion kommen. Ja,
ich habe ja schon angekündigt, also wir wollen die Abschlussdiskussion möglichst natürlich locker und auch offen gestalten. Deswegen würde ich jetzt erstmal gar keine Fragen vorgeben oder nochmal Revue passieren lassen, was wir alles gehört haben, und direkt ans Publikum weitergeben. Gibt es Statements zu Fragen oder Kommentare? Ja. Ja, also was für mich hier bei dem Workshop wirklich rauskam, war, dass es verschiedene Arten des Bloggens gibt. Und dass für mich persönlich das wissenschaftliche Blog eine sehr interessante Lösung ist, schnell etwas zu publizieren und der wissenschaftlichen Fachöffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Und dass meine Bedenken vor allem mit der anderen Art des Social-Media-Bloggings verbunden waren und ich mir nicht vorstellen konnte, jetzt meine wissenschaftlichen Thesen in einem Blog zur Diskussion zu stellen, wo eben Leute ihre Tagesabläufe diskutieren. Also das war für mich wichtig und ich glaube, dass es auch beschränken uns jetzt eben, oder wir stellen dieses wissenschaftliche Bloggen in den Fokus, und das andere kann es ja trotzdem geben, das spricht ja gar nichts dagegen, das kann man ja beides machen, ja, nur diese Trennung auch für Facharbeit gewonnen werden sollen. Aber ich fand es super interessant. Danke. Ja, wir haben uns heute Morgen auch nochmal mit Thorsten Hildmann auf dem Weg hierher ganz gut unterhalten, und er ist jetzt ja nicht da, deshalb hat er doch sehr darauf bestanden, dass wir da auch diese Unterhaltung, die wir da hatten, hier nochmal führen. Was wir drei, also Johannes Waldschütz und ich und Thorsten Hildmann, ganz interessant fanden, ist, dass man immer von so einer Gegenüberstellung von in Oralität in der Wissenschaft und Schriftlichkeit in der Wissenschaft, das hat er ja auch schon das ein oder andere Mal angesprochen, im Ausgehen. Also es gibt was flüchtig ist, man redet am Kaffeetisch nach der Konferenz, da tauscht man Dinge aus, die sozusagen ja vielleicht auch ein bisschen vorläufig sind und so Kleinigkeiten, Tipps, Kritik und so weiter. Und dann gibt es das, was man schreibt, und das ist die Forschung, das sind die Ergebnisse. Das ist ja auch ein bisschen in die Richtung, die das geht, und das ist was Ernstes, fixiert, Autorität. Und uns ist aufgefallen, dass viele Leute ein Problem haben, wo sie diese Blogs einordnen müssen dazwischen. Also das sind irgendwie keine so richtigen Zeitschriften, auch keine Online-Zeitschriften, aber es ist natürlich auch mehr als so ein Gespräch irgendwie, weil es steht irgendwo. Und was wir ganz interessant fanden, ist eben darüber nachzudenken, dass das eben irgendwie eine neue dritte Ebene ist oder was dazwischen. Damit müssen wir alle uns ein bisschen Gedanken machen, wie geht man damit um? Also was tun wir zum Beispiel, wenn man im Blog im Netz was schreibt? Ist es vielleicht so ein bisschen wie die alte mündliche Mitteilung? Es gibt ja auch früher ganz häufig, es gibt eine ganze Reihe, das ist dann, wie wir weitergedacht haben, eine ganze Reihe von älteren Formen der Wissenschaftskommunikation, die wir in den letzten 15 Jahren verloren haben. Das sind schriftliche Mitteilungen, mündliche Mitteilungen. Ich finde immer ganz großartig, so aus dem 19. Jahrhundert, die Mitteilung von einer Handschriftenreise und solche Geschichten. Sachen, die man heute eigentlich nicht mehr abdrucken würde in einer Zeitschrift. Da ist kein Platz und auch nicht mehr der Vorstellung von Professionalität. Und für sowas sind eigentlich Blogs ideal. Also so ein Zwischending. Und was wir anregen wollen, ist, dass man sich mehr zum einen drüber nachdenkt, sozusagen. Ich hatte so ein bisschen die Idee von einem Knigge, wie geht man damit um? Also, dass man sich ein bisschen einigt, okay, wo steht es? Das wäre konzeptionelle Arbeit, die vielleicht in dieser Gruppe hier auch sehr gut zu leisten ist. Und von Thorsten Hildmann, wenn ich das richtig verstanden habe, auch die Anregung, eben mal drüber nachzudenken, wie viele von diesen Dingen, die wir hier über Blogs diskutieren, sind eigentlich wirklich neu? Also wie viele Probleme, wie viele Möglichkeiten, wie viele Chancen sind eigentlich nicht vielleicht sogar uralt und funktionieren jetzt aber ein bisschen anders? Das ist vielleicht auch eine Anregung, wie wir auch weiterarbeiten können, sinnvoll. Vielleicht darf ich darauf gleich reagieren. Ja, also worüber wolltest du eher? Ja, gut. Also das ist sehr interessant. Also Thorsten hat das auch erzählt, diese Diskussion in den Zeitschriften vor 100 Jahren, die wesentlich persönlicher läuft, als man heute eben klassische Blogbeiträge wären. Kollegin Andrea Badea hier aus dem Haus, die jetzt auch nicht mehr da ist, meinte vorhin, im Prinzip ist die gelehrte Diskussion des 17. Jahrhunderts durchaus für ähnliche Konfliktfelder, wie wir hier eigentlich diskutieren. Also vielleicht ist es nicht alles so neu. Das finde ich für die weitere Einordnung
ausgesprochen wichtig. Und vielleicht, dass es nun angesprochen wurde, wie wir, wie verbleiben wir eigentlich hier nach diesem Workshop? Wir hatten heute Morgen eine wilde Idee bei der Kaffeetasse, bei der Frühstückskaffeetasse, dass wir tatsächlich, also es wird sicherlich keine, es wird sinnvollerweise keine gedruckte Publikation werden. Einzelne Blogbeiträge haben wir uns auch überlegt, aber vielleicht kann man wirklich die Ergebnisse, die sich hier so abgezeichnet haben und jetzt noch weiter abzeichnen, in einen Text zusammenfassen, den wir vielleicht etwas pathetisch, das war eben sehr früh, römisches Manifest genannt haben. Ja? Also zumindest können wir überlegen, was ist Stand, den wir hier, der sich hier für uns abzeichnet und es in diesen Text eben ja, die Beiträge der hier Beteiligten einfließen und wir ein bisschen ja, so den Stand des medievistischen Bloggens und aber auch, was wir uns an einer Weiterentwicklung vorstellen können, zusammenfassen. Also das sollten wir auf jeden Fall, könnten wir darüber nachdenken, ob wir sowas ins Auge fassen. Ich halte mich ganz kurz dazwischen mit interessanten Einwürfen aus der Timeline. Gleich direkt zu dem, was wir gerade hatten, hat Mareike König geschrieben, es ist nicht nur zwischen mündlich und schriftlich, man tauscht sich virtuell aus, das heißt vor der Öffentlichkeit. Also es ist tatsächlich auch nochmal ein Unterschied. Und ja, dann hatte ich noch einen Einwurf zu dem Thema, was ja sehr oft auch im Workshop immer wieder kam, wo soll ich eigentlich die Zeit hernehmen? Ja, neben den üblichen Dienstaufgaben, die man zu bewältigen hat, neben dem Promotionsprojekt, wo einem auch die Deadline im Nacken steckt, steht, wann soll ich noch bloggen, wann soll ich Social Media benutzen? Da hat auch Mareike König dazu eingeworfen, eigentlich müsste man mal erklären, wie viel Zeit Social Media auch sparen kann, als Anregungspunkt für die Diskussion. Und ich denke, der letzte Beitrag ist vielleicht auch nochmal ein Anreiz zu gucken, also wie kann man bestimmte Mechanismen ja, schneller gestalten, wie spart man eigentlich Zeit beim Recherchieren, beim wissenschaftlichen Kommunizieren, kann Social Media nicht da auch einen Beitrag leisten. Und dann hatten wir noch einen Einwurf von Ulla B. aus München, die sagte, wie kann man eigentlich Hemmschwellen abbauen? Also wie bringt man die Leute dazu, zu bloggen? Ich habe leider meinen Stift, mit dem ich immer die Einwürfe aufzeichne, nicht dabei, deswegen muss ich jetzt kurz hier schauen. Sie sagte, wie kann wissenschaftlicher Dialog im Netz von Hemmschwellen aller Art befreit werden? Also das nochmal als Denkanstoß. So. Ich glaube, ich war dran. Ja, also erstmal herzlichen Dank, dass ich hier dabei sein durfte. Ich bin ja als Gast hier, aber zugleich natürlich auch Archäologe und Historiker und als Leiter der Stadtarchäologie Duisburg und damit einer unteren Denkmalbehörde, Bereich Bodendenkmalpflege, natürlich auch fachlich hier sehr interessiert an dem, was hier passiert ist. Also vielen Dank dafür, fand ich einen tollen Workshop und auch die Beiträge waren rundum gelungen. Ich bin jetzt am Überlegen, ob wir als Stadtarchäologie Duisburg nicht unsere Webpräsenz, die wir natürlich haben, entweder ergänzen sollen oder umstellen sollen auf das Medium Blog. Denn ich finde schon überzeugend, wie man das nutzen kann. Und es ist natürlich auch für uns wäre es hervorragend geeignet, unsere unterschiedlichen Forschungsergebnisse dann eben im Medium Blog eben zur Verfügung zu stellen und auch damit zur Diskussion. Also die größten Probleme, die wir vielleicht noch haben werden, ist, unsere Administratoren, also im städtischen Netz, davon zu überzeugen, dass wir diese Blogbeiträge dann womöglich eben selbsttätig einstellen und nicht immer den Umweg gehen müssen, quasi über unsere Admins. Und das ist bei so einer Stadtverwaltung wie Duisburg, die allein in der Kernverwaltung mehrere tausend Beschäftigte hat und dementsprechend großen Betreuungsaufwand benötigen, was ihre IT angeht, vielleicht noch das größte Problem. Aber insgesamt glaube ich, dass auch der Trend oder die Tendenz auch bei solchen Institutionen jetzt wie eben einer Denkmalbehörde vielleicht auch in diese Richtung gehen sollte. Also herzlichen Dank. Wenn ich dazu was sagen darf aus meiner Erfahrung, den Trend, den sehe ich definitiv auch.
Beispiel aus der Praxis. An der TU Darmstadt wird jetzt das Institut für Geschichte einen Blog bei Hypothesis aufmachen, oder es ist bereits offen, und wird dann auch mit Beiträgen gefüllt, beispielsweise mit studentischen Abschlussarbeiten, also hervorragenden Arbeiten beispielsweise. Und als ich neulich im Bewerbungsgespräch an der ULB Darmstadt war, wo ich dann auch erfolgreich war und ins Referendariat gehe im Oktober, wurde ich auch über das Blog befragt und wie wäre das denn, wenn die Universitätsbibliothek einen Blog machen würde und so weiter. Also das ist definitiv ein Trend und den kann ich nur unterstützen. Ja, ich wollte nochmal auf einen anderen Aspekt zu sprechen kommen, der aber anknüpft ein bisschen an das, was Michael Schonhardt gesagt hat. Jan Kolb hat ja im Beitrag im Mittelalter-Blog, wo dieser Workshop angekündigt wurde, gefragt, wie sollte geblockt werden, und meint damit, glaube ich, hauptsächlich die Frage danach, wie ausgereift die Blogbeiträge sein sollen. Also in etwa Work in Progress, Jan Kolb hat gesagt, Ideentagebuch versus, ich zitiere, zu einem gewissen Grad abgeschlossene Thesenbildung. Das ist eine spannende Frage und wichtige Frage, auf die ich aber antworten würde, beides ist möglich, wenn es nur klar gekennzeichnet ist. Also vielleicht kann man das so einfach formulieren. Ich finde aber, dass es wichtig ist, und das fand ich sehr gut, dass das von dir, Martin, heute Morgen angesprochen ist, dieser Frage noch eine andere Dimension hinzuzufügen, nämlich die Frage, wie sollte geblockt werden, auch auf den Ton und die Art und Weise zu übertragen, also wie kommentiert wird, wie man sozusagen dort spricht. Also ich glaube, dass eine Reflexion dieser Frage unumgänglich ist und wir als Wissenschaftsblogger auch eine Verpflichtung haben, wenn wir wollen, dass die Nutzung von Wissenschaftsblogs zunimmt, wenn wir wollen, dass Vorbehalte abgebaut werden und wenn wir Kommentare für unsere Blogs gewinnen wollen, dann müssen wir dafür einsetzen, Sprachen, Wissenschaftsblogs, Unaufgeregtheit, von Vorverurteilung frei ist und von gegenseitigem Respekt geprägt ist. Und dann können wir es vielleicht auch schaffen, dass Wissenschaftsblogs, dass ein Unterschied gemacht wird zwischen Wissenschaftsblogs und dem, was so als das ganze andere, was Andreas Kutschera angesprochen hat, was sonst noch als Blogs da rumläuft. Na klar machen wir auch Social Media, aber was spricht denn dagegen, dass wir es anders machen? Und das finde ich, und da würde ich für plädieren, dass das so ein Punkt ist für so ein Manifest, was man aufgreifen kann und wo man vielleicht einfach auch Ängste nehmen kann, die da rumschwirren und die man aber ernst nehmen sollte, weil es hat keiner Lust, wenn er sich schon in so ein neues Medium, für ihn neues Medium vorwagt, dann erstmal einen Anschiss zu bekommen, weil er vielleicht was macht, was wir, die es schon länger kennen, so nicht machen würde. Ja, unmittelbar Widerspruch gegen die Position von Herrn Waldschütz. Ich erwartet. Ich möchte wieder von persönlichen Erfahrungen mit Archivalia ausgehen. Ich habe ja 2001 mit NetBib angefangen zu bloggen und hatte damals im Grunde genommen nie das Selbstverständnis, ein Blogger zu sein. Inzwischen liest man das aber in meinem Profil. Und ich denke, die Vernetzung der Blogosphäre in allen ihren Facetten ist eben ein ganz wichtiger Gesichtspunkt für das, worum es uns als Historiker immer auch gehen sollte, nämlich um unsere Bringschuld gegenüber der Öffentlichkeit. Archivalia ist ein im Kern archivisches Blog, wo es eben um vergleichsweise verstaubte Themen wie das Archivswesen geht, aber eben auch um digitale Bibliotheken, um Urheberrechtsfragen, um Fragen aus der Geschichtswissenschaft. Und Archivalia ist sozusagen ein Schaufenster, das zeigt, dass Archivare eben durchaus hier hoffentlich weit vorn mitschwimmen können, dass sie eben Teil auch einer Blogosphäre sind. Und von den mir bekannten Nutzerdaten, ich habe da auch mal eine Umfrage gemacht, ist es so, dass eben die Hardcore-Archivare gar nicht im so von den Nutzern her dominieren, sondern da sind eben auch
andere Blogger dabei. Archivalia wird auch sehr stark beachtet von Bibliothekaren oder in der bibliothekarischen Blogosphäre. Deshalb halte ich es eben für sinnvoll zu sagen, wir sollten uns jetzt nicht von der allgemeinen Blogosphäre abgrenzen, sondern uns bemühen, da mitzumischen, einfach weil es um unsere Inhalte auch im öffentlichen Diskurs geht und weil Mittelalter oder überhaupt Geschichtswissenschaft dort, wie wir ja auch bei der Google-Trefferliste Mittelalter gesehen haben, eher einen schlechten Stand haben. Also man kann hier, auch wenn man durchaus seriös und wissenschaftlich bloggt, und ich verstehe Archivalia ja auch als Wissenschaftsblog, kann man trotzdem erstens den Spaß auch manchmal in den Vordergrund stellen und zweitens kann man durchaus durch Vernetzung mit anderen Blogs und durch Bezugnahmen auf Blogs wirklich hier für die Sache, die man unterstützen möchte oder für die Informationsgesellschaft Gutes tun. Also deshalb auch ein Appell, durchaus auch hinweisen auf das, was andere Blogs machen. Ich selber verlinke immer auch gerne auf Beiträge, zum Beispiel vom Mittelalter-Blog oder vom Ordensgeschicht-Blog oder. Da sehe ich aber im Grunde genommen, dass ich da eigentlich jemand bin, der da nicht ganz allein damit steht, aber wir sollten eben auch als Wissenschaftsblogger andere Blogger uns mit anderen Bloggern mehr vernetzen. Ja, das schien mir noch ein ganz wichtiger Punkt. Also auch ich selber bin ja noch auch relativ neu in diesem ganzen Bereich und für mich, also mir hat sich immer wieder die Frage gestellt, eben auch, ja, wen erreicht man letztlich? Ist es vielleicht, ja, also wenn auch angesprochen wird, dass es ja nicht nur Zeit kostet, sondern dass es ja auch Zeit sparen kann. Ich frage mich ein bisschen, ob das eben nicht genau auch an der Frage hängt, für was, also um was geht's. Also es kann, denke ich, ist mein Eindruck, nützlich sein für Themen, die tatsächlich ein größeres Publikum erreichen können und sollen. Es scheint mir auch so sehr sinnvoll zu sein, dass eben auf eben diesem einen großen Mittelalter-Blog vieles sich konzentriert. Mir scheint diese kleineren, also es scheint eine gewisse kritische Masse zu brauchen und eine gewisse potenzielle Öffentlichkeit, damit diese Medienformate, die ja vieles, was wir kennen, halt in eine neue Form gießen, irgendwie Sinn haben. Also das ist jedenfalls mein Eindruck. Nicht alles eignet sich wahrscheinlich für jedes Format. Also das ist so mein Eindruck. Und wie gesagt, dieser Punkt der kritischen Masse, also ich glaube, da müssen wir als Medievisten auch teilweise ehrlich sein, man wird nicht mit jedem Thema, ich glaube, nicht jedes Thema bringt was bei Twitter. Also es wäre jetzt so meine Vermutung oder gerade umso entlegener, umso besser, weil irgendwie erreicht es dann noch wen. Also das ist für mich noch nicht so ganz geklärt. Meine Vermutung wäre eben, dass man mit griffigeren Sachen in diesen Social Media, die ja auch deswegen so heißen, weil es halt, naja, auch ein bisschen um Socializing geht, ja, vielleicht eher durchdringt als mit anderen Sachen. Aber vielleicht könnt ihr dazu auch noch was sagen. Da würde ich mich gleich mal äußern wollen, auch weil bisher eigentlich noch nie oder keiner eben den Einwurf von Mareike König zur Zeitersparnis so richtig aufgegriffen hat. Aus meiner ganz eigenen Erfahrung mit Twitter kann ich sagen, ich glaube, wir hatten das auch schon mal, ich bekomme mehr mit. Ich sehe da eine große Zeitersparnis. Es kommt darauf an, wie man seine Timeline natürlich anlegt. Aber ich folge sehr vielen Institutionen. Das heißt, ich werde eigentlich laufend darüber informiert, was gibt es für neue Digitalisierungsangebote, wo finde ich Scans. Wenn man mit Handschriften arbeitet, ja, man kann sich natürlich durch die Handschriftenabteilungen durchklicken und schauen, wer hat was digitalisiert, vielleicht gerade in kleineren, entlegeneren Bibliotheken. Oder es lohnt sich ganz oft mal zu gucken, also für mich jetzt persönlich lohnt sich das ganz oft mal zu gucken, was ist in der Timeline zuletzt, worüber ist informiert worden in meiner Timeline, was habe ich bei Archivalia vielleicht gefunden. Also ich sehe das nicht nur vor dem Hintergrund, wann finde ich die Zeit, etwas zu schreiben, wann kann ich etwas produzieren für dieses Blog, sondern ich sehe auch oft eine Ersparnis in der
Zeit, die ich brauche, um gewisse Dinge zu rezipieren, weil ich sie einfach schon in mundgerechte Stücke geteilt bekomme. Ich würde noch gerne zwei Anmerkungen machen zum Begriff der Öffentlichkeit, der jetzt einmal eben über Twitter gekommen ist, und bei der Anmerkung der Frage kam das ja auch ein bisschen mit. Das Erste, was ich sagen möchte, ist, ich glaube, man macht sich ein bisschen falsche Vorstellungen, was das heißt, wenn wir zum Beispiel mit Social Media Öffentlichkeit erreichen wollen. Also das ist ja nicht wie irgendein Popstar, der da Millionen von wildfremden Leuten einfach mal maximal erreichen möchte oder soll. Ich glaube, das ist nicht der Sinn der Sache. Also mit wissenschaftlichen News möchte man ein ganz bestimmtes Publikum erreichen, vielleicht auch eine Peer Group, eben die Leute, die hier versammelt sind, Kollegen, Institutionen und so weiter. Und das ist natürlich so sinnvoll, wie viele Institutionen und Kollegen daran beteiligt sind. Also das, was man vielleicht bisher bei Telefon macht oder Mailinglist oder so weiter, das findet da auch statt. Also ich glaube, der Anspruch, man möchte jetzt so viele Leute wie möglich erreichen über diese Dinge, ist, glaube ich, ein Anspruch, der eigentlich falsch gedacht ist, meiner Ansicht nach. Es geht darum, die zu erreichen, die man erreichen möchte, um Informationen Das ist genau die Frage nämlich. Also die Frage, der Einwurf war, ob das dann für die engste Fachwissenschaft man sowas wie diese Social Media Sachen braucht. Wie gesagt, also ich denke, es gibt hier eine ganze Reihe von Leuten, die bestimmte Informationen tatsächlich über diese Social Media Kanäle bekommen haben. Ne? Man unterschätzt es vielleicht, wie stark das auch den Horizont öffnet, aber das ist natürlich auch eine subjektive Einschätzung. Die andere Sache, die ich noch sagen wollte, weil eben bemerkt wurde, dass man sich eben nicht nur mündlich-schriftlich der Unterschied, sondern dass man auch öffentlich kommuniziert. Das ist eigentlich das, worüber wir heute Morgen diskutiert haben. Ob das vielleicht nicht auch ein bisschen was ist, wo wir darüber nachdenken sollen, wie man mit sowas wie Öffentlichkeit umgeht, weil das eben doch offensichtlich auf unterschiedlichen Ebenen sich abspielt. Also es gibt eben Beiträge, die man schreibt, da sagt man, okay, das ist in der Sache mein Statement, das ist mein Standpunkt, mein Aufsatz zum bestimmten Thema, damit möchte ich mich jetzt hier irgendwie in maximaler Öffentlichkeit äußern und das ist mein Standpunkt, zum Beispiel, wenn ich Aufsätze veröffentliche oder so weiter. Und dann gibt es ja aber auch ganz viele so Zwischenschritte und zum Beispiel bei dem Mittelalter-Blog sind ja gerade in letzter Zeit eine ganze Reihe von Debattenbeiträge gekommen und es waren ja alles durchaus vorläufige Standpunkte, wo Autoren gesagt haben, okay, das ist meine Idee, die stelle ich zur Diskussion und das ist eben eine Diskussion. Und das sollte man dann, denke ich, auch ernst nehmen und sagen, das ist eben nur eine Idee, vielleicht ist es nicht das letzte Wort, das ist ein Anfang, vielleicht widerruft man diese Idee irgendwann, aber dass man da dann nicht zu sehr sich hemmen lässt von der Tatsache, dass irgendwas öffentlich ist und dass man dann vielleicht auch das Publikum so fair ist, wenn es betont wird, das ist eine erste Idee, das ist eine Skizze oder so weiter, das auch genau als das ansieht. Vielleicht gibt es auch Möglichkeiten, das zu kennzeichnen. Das war eine Idee, die wir heute Morgen hatten, dass man klarer kennzeichnen kann, was ist jetzt wirklich, entspricht einer Veröffentlichung, was ist wirklich einfach nur irgendwie ein Gedankenbeitrag. Und dann ist es, finde ich, sehr bereichernd. Ich wollte vielleicht noch generell sagen, auch in Bezug auf den Beitrag von Herrn Graf, aber auch, was sich abgezeichnet hat im Laufe des Workshops, dass wir eben von ganz unterschiedlichen Blocktypen ausgehen sollen und jetzt nicht hier die eine Definition bringen werden. Die Frage eben, an welches Publikum richte ich mich, Fachkollegen oder ein breiter Verstandenes, das wird eben auch bestimmen, in welcher Tonlage ich was publiziere. Ja, und damit muss ich einfach klar machen, wen will man erreichen und dann die Tonlage anpassen und auch die Auswahl der Themen. Und ich fand das sehr beeindruckend, zum Beispiel bei dem Michael, mit wie du klar machst, wie man als Historiker eben tatsächlich eine populäre Öffentlichkeit, also populär Dinge darstellen kann mit diesem Medium. Und das will ich keineswegs an die Seite bringen. Ja? Also das, wir müssen nur eben überlegen, auf wen richte ich meine Aufmerksamkeit jetzt in allererster Linie. Und es wird immer eine große Spannweite von Blogs geben und da muss Archivalia und das Mittelalter-Blog können da ganz unterschiedlich fahren und trotzdem sind es beides Wissenschaftsblogs, die ihre Stärken und ihre Defizite da haben werden. Völlig klar. Ähm,
Ja, für mich waren auch viele Einsichten, gerade was die ganze Blogsphäre angeht, doch sehr interessant und sehr weiterführend. Ein Eindruck, der sich ein bisschen aus dem gestrigen und heutigen Tag bei mir so kondensiert, ist, dass Facebook offenbar langsam out ist. Alle reden von Blogs und von Twitter und da überzeugen mich die Argumente auch. Was mich immer weniger überzeugt ist, dass die Zeitinvestition in Facebook, auch nochmal mit Blick auf das, was gestern von Sascha Förster gesagt wurde, entweder man müllt die Leute so oft mit irgendwelchen Posts zu, dass sie einen endlich wahrnehmen, oder man wird nicht wahrgenommen, aber dann braucht man die Seite auch kaum mehr pflegen, auch noch mit Blick auf Mainz. Deswegen würde ich jetzt gerne auch nochmal an die Experten, die das jetzt seit Jahren betreiben und die auch Erfahrung in den verschiedenen Formen der Social Media haben, die Frage in den Raum werfen: Können wir denn vielleicht eventuell auf Facebook-Seiten verzichten und einfach in der Kombination aus Blog und Twitter gezielt unser Publikum bedienen und trotzdem die breite Streuung eben über Twitter erreichen und können uns den Pflegeaufwand bei Facebook sparen? Danke für die Frage. Ohne jetzt Dietmar beispielsweise vorgreifen zu wollen, meiner Erfahrung nach braucht man Facebook auch weiterhin, weil man bestimmte Nutzer einfach nur in Facebook abholt. Man braucht einfach mal, wenn man jetzt, also ich gehe mal von einem Blog aus, das man betreibt, oder von einer Institution. Wenn ich Nutzer erreichen will, muss ich sie da abholen, wo sie sind. Und natürlich, ich erreiche die Masse über Twitter. Aber ich erreiche auch Leute, die nur Facebook benutzen. Ich erreiche Leute, die auch nur Google Plus benutzen, nur wenn ich dort bin. Für die Mediavistik würde ich jetzt einfach mal sagen, dass man Facebook, Google Plus, Twitter und Tumblr sinnvoll noch Präsenzen hat, um seine Beiträge zu verteilen. Das ist jetzt mein Eindruck, aber vielleicht hat jemand eine andere Meinung. Aber ich würde auf jeden Fall definitiv noch nicht auf Facebook verzichten. Also wenn ich da kurz was dazu sagen darf, weil ich ja die Facebook-Seite für unser Blog betreue und ich kenne ja einige der Leute, die immer wieder auch auftreten mit Likes und so weiter, bei uns kenne ich ja auch persönlich. Und da sind sehr viele darunter, die keinen Twitter-Account haben. Also wenn die nicht selbstständig sowieso schon jeden Morgen bei der Tasse Kaffee auf unser Blog schauen und wissen wollen, was gibt's da Neues, dann erreiche ich die spätestens, wenn sie eben in Facebook sind und eben eine Meldung bekommen oder einfach aufmerksam werden. Und die andere Frage ist, da muss man natürlich wieder entscheiden und unterscheiden, was man erreichen will. Wir sind ein Gemeinschaftsblog, ein interdisziplinäres Gemeinschaftsblog. Es ist uns wichtig, dass so viele Leute wie möglich uns kennen und uns lesen. Wir sind zu dritt, wir können die Last der Verbreitung quasi auf 6 Schultern aufteilen. Ein vielleicht promotionsbegleitendes Blog hat ganz andere Bedürfnisse. Für die könnte es unter Umständen auch wichtiger sein, eigene Ergebnisse zu dokumentieren, aber nicht im stillen Kämmerchen in das eigene Tagebuch, sondern vielleicht doch auch etwas öffentlicher. Also ist vielleicht auch die Frage, welches Blog hat welche Bedürfnisse? Und dann kann man sich natürlich bei der Masse an Angeboten für etwas entscheiden. Und ob dann Facebook die Wahl der Stunde ist, das bleibt dann eben den Anbietern überlassen. Ja, ich wollte noch mich kurz dazu äußern. Bei Seminaren, wo es ums Bloggen lernen geht und Social Media nutzen, oder wenn man allgemein fragt, so welche Accounts hat jemand oder also haben so Gruppen, dann haben 99% Facebook-Accounts, vielleicht 10% haben Twitter-Account und Google Plus, ja, irgendwie vielleicht, weil ich da bei Google angemeldet bin, aber nutze ich überhaupt gar nicht. Also die große, breite Masse ist einfach bei Facebook. Weil eben so viele Inhalte da durchfließen, muss Facebook dafür sorgen, dass ein Großteil weggefiltert wird, also gibt es da einen Kampf um Sichtbarkeit. Tobias sagte eben gerade noch, Facebook ist vielleicht dann ein gutes Tool, wenn man versucht, breitere Öffentlichkeit zu erreichen, weil eben da die meisten Leute einfach sind. Und Twitter ein gutes Tool ist, um Wissenschaftskommunikation und Vernetzung untereinander zu betreiben. Das
würde ich auch so sehen. Ein anderer Punkt, auf den ich nochmal deutlich hinweisen wollte oder der mir immer wichtig ist, ist dieser Gedanke der Zielgruppe, dass man versucht, Leute zu erreichen. Ich denke, dass bei sozialen Medien da etwas sich umkehrt, nämlich dass man nicht mehr sagen kann, so, ich gebe jetzt dieser Gruppe den Flyer, die Leute, die im Raum sind, denen gebe ich das, sondern die rekrutieren sich selbst durch Interesse, durch eine Suchmaschine, weil sie über die sozialen Medien darauf aufmerksam geworden sind und kommen dann zu einem. Aber ob man das wie stark man das beeinflussen kann, das liegt nicht mehr ganz in der eigenen Hand, zu sagen, so, die will ich nicht. Vielleicht gibt es eine ganz andere Gruppe von Leuten, die jetzt hier gerade zugucken, die vielleicht gar nicht mit Wissenschaft im engeren Sinne zu tun haben, die sich fürs Bloggen interessieren, die aus einer ganz anderen, wo, da haben wir vielleicht gar nicht dran gedacht vorher, die kommen jetzt aber und schauen sich das an. Und das ist so ein Punkt, wo ich denke, dass man manchmal ein bisschen umdenken muss, nicht mehr daran denken, wen, also klar, man muss eine gewisse Sprache haben und sich überlegen, wen will ich damit erreichen, schreibe ich jetzt eher fachwissenschaftlich, schreibe ich eher allgemeinverständlich, das gehört dazu. Aber wer das dann am Ende liest, das liegt nicht mehr voll in meiner Kontrolle, sondern das verbreitet sich einfach dort, wo es ein Bedarf, ein Interesse, die Verfügbarkeit gewährleistet ist. Ich frage vor allen Dingen vor dem Hintergrund, weil dass der IROM letztes Jahr eine Facebook-Seite aufgemacht hat, auch sehr intensiv gepflegt hat. Und wir haben das so ein bisschen als Testfeld gemacht oder für uns sozusagen als Probewiese mal ausprobieren wollen, ob denn tatsächlich mehr Leute zu unseren Veranstaltungen kommen, ob denn tatsächlich mehr Stipendienbewerbungen reinkommen, ob mehr Leute sich auf Stellen, die bei uns ausgeschrieben werden, bewerben. Es ist nicht so. Und wir stehen jetzt ein bisschen vor einem Rätsel, aber schon vor der Frage, lohnt sich das tatsächlich oder ziehen wir die falschen Kanäle? Aber das jetzt nur als Kommentar darauf. Okay, ganz kurz ein Kommentar. Die Stellenausschreibung hier für meine Stelle, die habe ich über den Tweet von der Max-Weber-Stiftung gesehen, deutlich bevor sie. Nicht Facebook, ja, und ich bin noch nicht mal bei Twitter, ich bin immer so erstaunlicher, aber okay. Fußnote. Also ich denke, um das so ganz hart zu sagen, das ist einfach eine falsche Definition des Kerngeschäfts so einer Institution, dass man da die traditionellen Dinge, Veranstaltungen und Stellenanzeigen in den Mittelpunkt setzt und daran dann gewissermaßen dann Facebook als weiteres Mittel der Öffentlichkeitsarbeit missversteht, wie wenn man einen Flyer druckt. Das heißt, hier ist einfach grundsätzlich nicht verstanden, worum es im digitalen Kontext geht, dass man eben in sozialen Medien mit anderen interagieren kann, dass diese Social Media das Mitmachweb repräsentieren und wir zum Beispiel als Hochschularchiv sind auch deshalb in diesen sozialen Netzwerken präsent, weil wir gerne eine gewisse Bringschuld für die Öffentlichkeit auch sehen, dass wir da eben auch spezifische digitale Inhalte verteilen. Wir haben also wir waren ursprünglich lange nur auf Google Plus, sind dann aber wegen der größeren Reichweite auf Facebook gegangen, machen in beiden Medien im Wesentlichen das Gleiche. Das heißt, wir posten dann auch relativ spontan, jetzt inzwischen etwas mehr. Früher haben wir vor allem einen sogenannten Bilderfreitag gemacht, wo wir dann jeden Freitag ein Bild gepostet haben. Also man muss sich von diesem Gedanken, denke ich mal, lösen, dass das traditionell verstandene Kerngeschäft, das ist, was man mit Facebook und anderen Social Media fördern kann. Ich wollte aber noch etwas aufgreifen, was Frau Rottler angemerkt hat. Und zwar ist, dass man natürlich das Medium oder das Werkzeug RSS auch mehr sozusagen promoten sollte
Und ich kann das auch nur unterstreichen, wobei es natürlich so ist, dass ganz viele Institutionen und ganz viele ja auch potenzielle Nutzer aus dem Bereich der Historie davon schlicht und einfach keine Ahnung haben. Aber man kann natürlich zum Beispiel über den Aggregator von Schmalenströer, der ja den meisten hier bekannt sein dürfte, kann man sich sehr gut einen fantastischen Überblick über die real existierende historische Blogosphäre verschaffen. Das führt mich zu einem letzten Punkt oder einem Wunsch. Neben den Videos und neben dem römischen Manifest, wie auch immer das aussehen soll, wäre es nützlich, wenn die im Laufe der Tagung besprochenen Links auch noch in einer Linkliste zusammengestellt würden zum Durchklicken. Ich zum Beispiel tue mich mit meinem Smartphone immer ein bisschen schwer, wenn ich twittere, da kurz noch die Internetseite aufzurufen und dann den Link dann in die Twitter-Meldung reinzukopieren. Man kann natürlich durch so ein Storyfy der Twitter-Meldungen, wobei dann auch vielleicht mein eigener Account vertreten sein sollte, der ja von der Twitter-Suche blockiert wird, kann man sicher die meisten Links dokumentieren, aber eben nicht alle. Also deshalb eine strukturierte Linkliste wäre vielleicht auch noch ein Desiderat oder ein Wunsch, den ich gern an die Veranstalter hätte. Ansonsten von meiner Seite ein ganz herzliches Dankeschön für die instruktive und anregende Tagung, die perfekte Organisation und ich denke, wir haben alle viel gelernt. Also eigentlich haben Sie jetzt, Herr Graf, schon das perfekte Schlusswort gesprochen und ich entnehme dem Klatschen auch, dass es eigentlich keinen weiteren Diskussionsbedarf mehr tatsächlich gibt. Deswegen schließe ich mich noch nicht an, denn ich sehe gerade, dass Dietmar noch einen Kommentar oder eine Frage loswerden. Ich wollte mich eigentlich genau Herrn Graf anschließen und da ich quasi als Externer das Ganze eröffnet hatte, wollte ich am Ende nochmal als Externer hier, auch ich bin Erfolgswirt und nicht Geschichtler, wollte ich hier nochmal mein Fazit ziehen und also erstmal noch zum rein Praktischen, eine Linkliste ist eine schöne Sache und ich würde noch einen Schritt weiter gehen, eine Aufstellung der entsprechenden Twitter-Accounts und Webseiten, also das heißt so, dass wir dann auch die ganzen Leute in einer Übersicht haben, also noch weitergehend über die Linkliste hinaus, das würde mir auch noch gefallen. Jetzt kurz zu meinem Fazit, wie gesagt, von außen. Ich finde das, also ich habe das Gefühl, ich bin hier in einer Veranstaltung gewesen, die quasi die Keimzelle einer etwas Neuen ist. Hier ist der Anfang gewesen einer Sache, die hoffentlich sich sehr viel weiterentwickelt und ich denke, das wird sie tun. Hier sind Leute zusammengekommen, die sich sonst nur virtuell getroffen haben oder ein paar kannten sich natürlich, aber dadurch entsteht jetzt eine Energie, die hoffe ich, dass wir die auch weiter nutzen können und vielleicht auch in einer virtuellen Community, da müsste man sich mal konkret überlegen, ob man das mit WordPress, BuddyPress oder einer Facebook-Gruppe oder sowas machen kann, aber diese Energie zu nutzen und weiterzutragen, wäre eine super schöne Sache. Insgesamt muss ich sagen, hat mir sehr viel gebracht, also bin sehr froh, hier eingeladen worden zu sein. Dankeschön nochmal. Ja, vielleicht können wir auch von Seiten der Organisatoren erstmal unseren Referenten und allen Teilnehmern sehr herzlich danken. Es war, glaube ich, äußerst anregend und wir haben unter anderem mitgenommen, dass Virtualität eben nicht alles ist. Also die Leute, die man immer von ihren Blogs oder Tweets oder wo auch immer her kennt oder zu kennen meint, dann eben doch im römischen Wolkenbruch oder dann abends noch zur Pizzeria zu gehen, das ist noch eine Erfahrung, die man nur offline machen kann. Deswegen ist mir nicht bange um die Berechtigung von Konferenzen als solchen, die wird es auch in Realpräsenz weiterhin geben. Und ja, also danke unseren Teilnehmern, den Diskutanten, auch den Kollegen aus dem Institut, die hier doch noch sehr auch Input mitgeliefert haben. Und allen
uns das hier ermöglicht haben durch, ja, wie ich am Anfang schon sagte, durch die große organisatorische und finanzielle Unterstützung, die wir hier bekommen. Vielen Dank. Ich setze nicht nochmal zu einem wortreichen Schlusswort an. Ich sage einfach nur Danke.